Ja, da hat sie auch schon einiges getan. Ja, ich komme gleich mal hinterher gucken. Muss mal kurz Foto von der Maus entfernen. Am besten zeige ich dir gleich mal den neuesten Bereich kurz, weil der ist irgendwie vom optisch gesehen am coolsten. Wenn ich dich sehe, wo bist du denn? Da bist du. Bist du bei Baudrohne? Nee. Doch, Riosch muss ja irgendwo drin sein, oder was? Ja, wenn du aufs Schiff guckst, vorne. Das dünne Teil vorne. Da müsst du auch gleich mal einen Namen sehen. Hab ich bislang mal gesehen, jetzt sehe ich ihn aber nicht. Da hängst du. Ah, jetzt sehe ich dich, ja, Mensch. Ja. Sauber, hast du eine Schutzzone gesetzt. Hä? Was hab ich gesetzt? Ja, hier bei den Reaktoren. Achso, ja, ja, komm mal hoch. Welche Fusionsreaktoren, oder? Das sind, nee, das sind normale. Achso. Komm hoch. Komm. Wohin? Oh, einmal hier rein. Weil ich fand die, das fand ich halt saugeil mit diesen Ventilatoren hier. Ah, die hast du schön an der Decke gesetzt, klar, ist geil. Ja, klar, und auch hier, das, halt vom Gangsystem her sieht es halt ziemlich geil aus. Hm, das stimmt, die hatte ich noch gar nicht gehabt. Außer der Übergang hier ist unschön. Ja, weil es hier gerade die Kante ist, ne? Ja, aber es geht nicht anders. Es gibt kein vernünftiges Teil, was hier abschließt. Dann haben wir hier noch. Gehen wir mal eine Etage runter. Da. Na. Halt. Das Coole ist ja, diese Dinger hier, diese Wände. Die sind luftdicht. Also hier, durch diesen Gang kommt keine Luft durch. Nee, kommt nicht? Nee, das ist irgendwie so ein Bug. Okay, auch nicht schlecht. Ich dachte, war offen. Ja, ich hab gesetzt und auf einmal kam Sauerstoff rein. Aber so, hä, da hinten ist doch noch offen. Geht doch gar nicht. Hä, okay. Und hier habe ich eine Kombination von den Reaktoren gemacht, von den kleinen. Ja. Muss mal auf die andere Seite gehen. Ja, Oxygen non. Ja, genau, hier ist nämlich nichts. Da habe ich hier solche Dinger hier, die ist so dazwischen gesetzt. Das sind jetzt zwei verschiedene Reaktorentypen. Das ist einmal der Fusionsreaktor Tini und der andere heißt auch irgendwas mit Tini, aber. Ja, genau. Heißt anders. Ja, ich muss die ganze Sensorentechnik, habe ich noch nicht eine Sache bei mir verbaut. Ja, ich habe jetzt hier Lichtersteuerung halt, ne? Ja. Wenn du mal L drückst, dass du dein Licht ausmachst. Dann hier duscht. Ja gut, da hinten ist eh dunkel, aber halt in dem Raum ist Licht. Ja, Licht an. Genau. Und bing. Boah. Aber mein Hangar ist noch relativ klein im Gegensatz zu deinem. Ja, gut. Habe ich gleich mal ein bisschen größer gebaut. Ach, warte mal, im Telefon? Nee. Die Pizza kommt. Oh, hier habe ich einen. Hä? Jetzt verlaufe ich mich schon auf meinem eigenen Schiff. Wo geht's denn hier? Ach so, ich bin auf dem Deck. Eigentlich nicht auf dem Deck. Na, wo müsst ihr? Eins höher. Eins höher müssen wir. Hier. Nee. Ach so, nee, wir müssen eins runter. Wir sind auf dem Zwischenstock. Jetzt raff ich's. Genau. Oh. Ja, hier mit den Zäunen. Ich weiß nicht, ob das hier in das Schiff reinpasst, optisch. Es gibt da auch solche Gitterstäbe. Gitterstäbe? Die roten meinst du? Ja. Müssten eigentlich zusammenpassen. Probier es mal aus. Ich habe selber auch nicht verwendet, aber wir haben sogar einen Wandübergang. Ja, die sind halt mittig. Also mittig? Okay. Ja, warte mal, aber ich kann es trotzdem mal. Machen wir mal die hier weg. Ist gar nicht so. Was habe ich jetzt weggemacht? Jetzt habe ich's. Ach, jetzt habe ich das Licht weggemacht. So ein Scheiß. Ach, das Licht gehabt. Achso, ah, da oben, ja, ja. Und wieder ein Licht weg, oder? Nee. Nee. Das ist das Problem, du siehst nicht, was du hier abreißt. Nee, ich hab doch teilweise, wenn du alles vollgebaut hast, du willst das wegreißen, ne? Das ist furchtbar. Du kannst gar nicht mehr wegreißen, du musst von außen dich ranarbeiten wieder. So, Herzle. Ja, stimmt, die passen auf jeden Fall viel besser aufeinander.
Ja, sind halt nur eben halt, dass sie mittig stehen, ne? Ja, es macht halt den Raum dann viel, viel kleiner. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich auch wieder die anderen Dinger ran, die Mauern, die ich jetzt hier auch seitlich habe. Ja. Und dann mit den Kugellöchern. Ja, ja, genau, genau. Vielleicht mache ich das so. So, gehen wir mal noch nach vorne eben. Also Oxygen-Tanks habe ich 6 Stück. Ja, ich habe hier unten 4 und oben nochmals 4, glaube ich. Ah, alles klar. Da habe ich, glaube ich, viel zu viele. Ja, du hast ja 50 oder so. Was bist du so für Oxygen-Tanks? Ja, der hat... Wie, so, achso, ich darf die Tür nicht zumachen. Na gut. So wie er ein Antriebsmodul hat, hat er auch ein Oxygenmodul gebaut. Ja, das hängt gerade zusammen. So. Also, das Antriebsmodul ist im Prinzip das gleiche. Oh, das hast du auch noch nicht gesehen. Guck mal, hier oben ist die Kommandozentrale. Ah, cool. Fenster nach unten gesessen, alles oben rauf denn. Wie? Fenster nach unten gesetzt, sag ich mal, also den Fensterblock. Ja, ja, genau. Genau, richtig. Können wir uns ja auch mal angucken, kurz. Müssen wir ins oberste Stockwerk? Ich glaube, ins oberste war's. Muss man mal Wegweiser ranbauen. Ach, das habe ich übrigens über meine Tür. Ich habe diese LEDs. Nee, Corner. LCDs. Ja, ich bin immer über den Türen gemacht. Muss immer angucken. Okay, komme ich gleich mit. Weil wir hier... So, ich glaube, das oberste Stockwerk war's. Ja, genau. Scheiß Sauerstoff hier. Dreck da. Mal. Warum ist denn das Stockwerk nicht dicht? Hä, ist doch dicht. Warum gab's jetzt hier gerade... Achso, weil das... Ja, okay, kapiert. Hä, was, wie, wo? Ja, weil ja die Tür auf war und dann der Sauerstoff flöten ging. Und es konnte nicht so schnell nachpumpen wieder. Achso. Boah, ich dachte gerade, hier geht's runter. Geil. Ja, aber ist geil, kannst halt echt... Du kannst halt von hier aus gleich immer sehen, wer hier reinfliegt. Runde gebaut, das ist auch cool. Ja, genau. Das ist ja echt 1000 von Knöpfen hier. Ja. Die Beschleunigung ist halt auch ziemlich krass. Ja, sehe ich nicht. Ich kann mich nirgendwo hinsetzen. Oh, ich habe vergessen, dass ich kaum Bremsen habe. Okay, jetzt driften wir eine Weile. Okay. Ah, oh, wobei, es geht gut. Ja, muss gerade mal bei meinem Schiff gucken, wie da die Beschleunigung ist. Die ist eigentlich für die Größe. Also die dicken Antriebe da hinten, ne? Die haben ganz schön Wumms. Das glaube ich sofort. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich wäre immer noch ziemlich langsam damit, aber ne, das geht richtig ab. So, wo ist mein Schiff? Irgendwo war es hier doch. Ja, ich hab. Mittlerweile sind einfach zu viele Antennensignale hier. Das ist schon. Deshalb habe ich meine hier wieder abgebaut. Und alle da ist es. UD.Antenne 123. Ja. Ich bin mal kurz AFK. Joho. Bis gleich. Jo. So. Soll ich mit an Bord kommen oder? Jo, lass mich aber zuerst sitzen, dass ich fliegen darf. Ja, musst du jetzt mal sagen, wohin? Ich sehe dich, okay. Haupthangar. Und dann hoch, ne? Und dann den großen Tunnel hier hoch. Wow. Ja, Sauerstoff. Gleiche Problem, kenne ich. So, du müsstest die Tür zumachen können, ja. Ganz hoch, oder? Oh. Bin ich schon ganz oben? Ich sehe das nicht. Alter, wie hoch geht's denn hier noch, ey? Meine Güte. Das ist echt heftig. So, geradeaus durch und nochmal nach oben. Ach, nochmal nach oben. Und da geht's auch runter, oder wie? Okay. Tatsächlich, okay. Ja. Ah.
Ich habe auch zwei Spawning-Plattforms, aber immer schön mit dem Laser-Turm, also mit dem Gatling-Turm oben drüber. Dass wenn der Falsche reinkommt, dass er dann gleich einen hier auf den Deckel kriegt. Ah. So. Also weiter raus kann ich nicht. So, Bewegung. Du siehst gerade, wie langsam ich mich drehe, ne? Du drehst dich? Ja, drück mal auf V, dann hast du die Außenansicht. Ja, ja, habe ich, aber... Ich habe ein Standbild quasi... Ah, das leckt nach. Also, du drehst nicht, sondern du veränderst deine Position sekündlich, sag ich also, mal. Also, okay. Ja, dann gebe ich erstmal Gas. Ach du Scheiße. Irgendwas ballert jetzt. Ja, ich, Batboy LP baller ich gerade drauf. Ich gebe schon Gas. Der arme Batboy. Ich gehe auch mit. Der kriegt's immer ab. Stimmt. Da hat jetzt, glaube ich, schon jeder drauf geschossen. Ja, definitiv. 62% Reaktoren aus, also ich kriege aber meine Geschwindigkeit nicht gehalten. Wie, du kriegst deine Geschwindigkeit nicht gehalten? Ihr ballert. Geht mal hoch, mal runter. Das ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, wieso. War das bei dir auch schon so? Nee. Ja, dann das liegt an diesem Geschwindigkeitsmod. Die Anzeige stimmt nicht ganz. Also es kann sein, es kann sein, dass wir sogar schon diese 240 fliegen. Okay. Wie schnell ich bremst du? Mal ganz langsam. Also ich brauche dringend nochmal so einen Generatorraum. Ja. Ich merk's jetzt. Jetzt sieht man es ein bisschen besser, wie du dich drehst. Aber ja, es geht ist eigentlich. Auch ein dicker Klopper. Also er dreht sich, so ist nicht. Wenn man bedenkt, du bist noch nicht fertig, ne? Ne. Ach, wobei, warte mal, dein Hangar-Eingang ist die Vorderseite, oder? Ja. Okay, ist ein interessantes Design, was vorne angeht. Ja, sieht aus wie so ein Breitmaulfrosch, aber... Ja, ja, genau, so ein... Oder so ein, oh, wie heißen die Fische? Die Scheibenputzerfische. Ja. Deine Brücke erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Ja, das ist nur die Nebenbrücke, die Pilotenbrücke. Achso, ist nicht mal die Hauptbrücke, okay. Nee, die Hauptbrücke entsteht noch hinten. Boah. Warte mal, bis du Gas gibst, ich möchte mal was testen. Ja. Dazu muss ich aber in den Hangarraum, wenn ich ihn finde. Hangar. Nee, hier ist Lüftung drin. Ah, hier. Lass mich raten, du willst in die Luft steigen, während er Gas gibt. Was? Nee, ich will eigentlich nur mit meinem Raumschiff rausfliegen. So, wo sind die alten scheiß Lasertürme jetzt hin? Haben noch welche geballert. Wo ist denn jetzt der Aufzugsschacht hin? Da ist noch ein Gatling-Geschütz, guck mal, das hab ich auch nicht mal gesehen. Wieso bin ich jetzt im Gyroskopraum, hä? Ja, bist die Treppe runtergegangen, ne? Ja. Ja. Komm ich auch noch irgendwo? Im Gyroskopraum kommst du in meinen Sekundärhangarraum und von da aus kannst du dann wieder weiter runter in den Haupthangar. Ah, ach, Sekundärhangar. Ja, ich erinnere mich. Ja. Gut. Achso, die beiden Lasertürme, die unvollständig sind, die dürfen aber gar nicht ballern. Eigentlich nicht. So, jetzt habe ich sie aus. Der ist auch noch an. Wie sind wir hier aus den Lasertürmen denn an? Yay! Einmal an Bord, bitte. Oh, da die falschen Antriebe hinten. Das sehe ich gerade. Das muss ich ändern. Die Reichweite setze ich jetzt auf 0 Meter, dann ballern die auch nicht mehr. So. Also die hier. Jetzt. Oh, passt der da hinten rein? Nee. Bitte jetzt ja nicht fliegen, sonst fresst du mich auf und dann macht's bumm. Glaube ich. Oh, der passt da rein, oder? Ja, der passt da rein. Nice.
So. Bist du schon drinne? Ja, ich komm wieder, warte. Ja, los. Ich habe meine Ansicht gedreht. Ja, also ich bin da, also du kannst ruhig. Soll ich mal Gas geben oder was? Ja. Gut. Das sieht halt aus, ey. Alles, also seitlich finde ich das, dein Design echt geil. Ja. Mit dieser Rundung drin. Sieht echt nice aus. Und ich sehe auch erst jetzt, wie mickrig mein Schiffchen da unten ist. So, jetzt bremse ich. Ja, Bremsen doch bei mir auch. Ich mache auch Zusatzantriebe, mache ich nachher noch ran. Ja, stimmt, mit dem Bremsen brauchst du noch eine Weile. Ja. Kamera 4. 5, 5, okay, 5 ist gut. Ach ja, Kameras will ich auch noch installieren und dann mit diesem Bildschirmmod. Ist der schon drauf? Weiß ich gar nicht. Der war bei mir in der Liste mit drin, aber ich habe ihn selber auch noch nie verwendet. Achso, ist ja auch Skript, ne? Ja. Ah, okay. Ja, 1 Meter, 2 Meter, so, siehst du mal. Na, come on. Also hast du nicht gemeint, die fressen so übel viel Energie? Diese einen Truster, ja. Also, da gibt's spezielle. Ich habe 2 davon installiert. Ja. Bisher. Und zumindest brennen sie, also von daher. Ja, bist du auch geflogen? Noch nicht. Ja, die verbrauchen ja auch keine Energie, wenn du dich nicht bewegst, du Pappeneimer. Ganz ehrlich, ich werde mich wahrscheinlich einfach noch nicht bewegen, weil wenn die Dinger so loslegen, wie du gesagt hast. Ich habe die noch nie probiert. Also, als ich die drauf hatte, kam bei mir erstmal zack, rot. Zu wenig Energie. Welche? Die Azimus, die Immotep? Nee, Immotep nicht. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Doch, Immotep. Immotaps habe ich bei mir hinten dran, 6 Stück. Ja, ich habe 2. Oh, warum leckt das bei mir gerade so? Das ist ja hammermäßig. Also ein Immotap brauche ich, glaube, einen Reaktor oder 2. Ja, dann passt das definitiv. Bewegst du dein Schiff noch? Ich? Ja? Ja. Ah ja, okay. Du fliegst auch gerade an mir. Ach, du fliegst an mir vorbei, deswegen leckt das hier wie Sau. Ja. Verzieh dich mit deinem Schiff! Mach mal Dämpf hier. Oh, da kannst du so nicht bauen hier, ey. Oh. Jetzt ist besser geworden. Jetzt bewege ich mich auch nicht mehr. Jetzt drehe ich mich gerade so ein bisschen. Ich hab Angst, wenn ich von hier aus guck. Du kommst näher, Kollege. Ja, weiß ich. Willst du gucken, ob deine Schnauze größer ist wie mein Schiff? Du guckst, ob ich dich fressen kann. Ja, das meine ich ja. Aber ich passt, glaube ich, nicht. Nee. Oh, was hast du denn da für Lichter? Die kenne ich ja noch gar nicht. Warte mal, was sind das für Corner Lights. Ah, cool. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Die ist natürlich auch nice. Mhm. Oh, die hätte ich vielleicht auch da dran machen können, oder? Warte mal, die hätte ich... Ah, dann hätte ich mir das umbauen sparen können, eventuell. Mal kurz gucken, wo sind denn die Dinger? Light. Das sind die Corner Lights, hast du gesagt, ne? Ja.
Mal gucken. Ach nee, weil ich eine Schräge habe, geht's trotzdem nicht. Ja. Ach ja, und hattest du gesehen, wo du bei mir im Gyroskope-Raum warst und rausgegangen bist, die Displays über den Türen? Die was? Displays über den Türen. Ja, da steht online drauf, aber ich verstehe nicht genau den Sinn dahinter. Ja, da kannst du ja Text machen. Ich habe auch nichts eingegeben da. Ach so! Ja, okay. Ja gut, das wird am... Ja, das sind so Feinheiten, die kommen dann wirklich ganz am Schluss. Ja, ja, darum. Ich habe sie erstmal davor geklatscht, weil die passen eigentlich ganz gut hin. Okay. Ich bin jetzt gerade echt so mit dem InDesign beschäftigt. Das gehört zwar auch zum InDesign, ich weiß, aber... Mal gucken, wie wir das Problem hier gelöst kriegen, weil das sieht einfach kacke aus. Na ja, gut, was passiert denn, wenn wir... Ne? Nee, falsche Seite. Nee, das bringt gar nichts. Seite wollte ich. So. Jetzt habe ich den großen Weg aufgemacht, die Hangartore auf, fertig ist. Jetzt baust du so nah an meinem Schiff, dass es in meiner Performance kratzt. Oh, gar nicht. Ich habe erstmal nur geparkt. Ja, yeah, das ist das Gleiche. Ich brauche mal kurz einen Rückwärtsantrieb, dass ich hier wegkomme. Wo ist denn der Anubis-Dinger? Am liebsten würde ich jetzt aber die Geschütze aktivieren. Ach, sind die an bei dir? Hä? Sind die an? Nein, sind alle aus. Okay. Ich nehme Gratus. Aus und Reichweite auf 0 Meter gestellt. Gott, das will der Gratus ist halt auch nicht gerade klein. Nee. So, einmal Gratus. Patz. Jawoll. Jetzt muss ich überlegen, wo meine Kommandobrücke... Ach ja, genau, geradeaus. Wieso ist mein Hang... ist das scheiße, okay. Jetzt gibt er Gas. Alter, wie der beschleunigt, das ist halt übel. Ja. Das ist halt echt übel, eins und Ding, ey. Das ist schon Wahnsinn. Weil ich sagen muss, meine Bremsen sind genauso gut. Also ich stehe sofort. Genauso gut. Was mich nur stört... Ah, das nervt übel. Das... Ich weiß nicht, wie ich diesen Bug beheben kann. WB! Danke! Was nervt übel? Ja, mit dem, wenn du landest und... Ja, kannst du nicht beheben. Uns Fahrwerk nutzt. Ja, ja. Weil bei mir geht jetzt die Hangartür auf, wenn ich lande. Ja, das ist ja auch... wie gesagt, bei mir das Gleiche. Das ist total dumm. Ist es? Ja. Ja. Warst du nicht am Stream? Ja. Und du warst kurz weg? Ja. Das macht er öfters. Okay. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mir jetzt in die Hose kacken, nur weil ich stream oder was? Natürlich. Eimer parat halten. Ey, wie Cartman, weißt du doch. Aus dem Eimer-Alter bin ich definitiv raus. Seitdem ich kein WoW mehr zocke, gibt's auch kein Eimer mehr. Apropos Eimer, warum habe ich eigentlich einen Gatling-Turm auf dem Dach stehen? Ich weiß zwar nicht, was das mit dem Eimer zu tun hat, aber keine Ahnung. Das fiel mir gerade nur auf, weil der ist auch für einen Eimer, den brauche ich ja nicht. Signbox. Tschüss. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Wir machen jetzt wieder die Dinger hier dran am besten. Wenn wir sie finden. Da. Immer weiß diesmal. So, und welche Blöcke habe ich denn jetzt nicht? Ich sehe irgendwie alles vollständig. Die können wir noch brauchen. Ach, hier sind. Oh. Oh, jetzt. Oh. Okay, ich habe was super Tolles gefunden, gerade was ich unten beheben kann. Das gucken wir uns gleich mal an.
Hier ist er kaputt oder was? Nein, 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 nein. Ich hab da unten. Ja, schwer zu erklären gerade. Also das mit meinem Ring ist ja eine tolle Idee. Ich habe nur einen ganz wichtigen Aspekt außer Betracht gelassen. Der wäre? Ach, sobald du Gas gibst, macht's Platz. Nee, ich habe das ja alles abgeschrägt, ja? Ja. Und eigentlich hatte ich überlegt, ich setze da natürlich nach oben und nach zur Seite auch Düsen rein. Aha. Aber da ich das abgeschrägt habe, geht es natürlich nicht. Es gibt abgeschrägte Düsen. Ach was! Wenn ihr die Mods von mir drauf habt, habt ihr die auch mit bei. Ja, ja, ja. Ich baue gerade diese Modular Thruster ein. Mag ich ziemlich gerne. Die sind auch am geilsten. Ich werde einfach das Antriebsmodul werde ich halt in die Seite noch welche reinbauen und in die Decke und in den Boden. Und dann ist das Problem nämlich auch. Solust? Jo. Na. Aber wie komme ich dann jetzt hin? Schnaps, was mir gerade einfällt. Ja? Hast du mal wieder was vom Kollegen Martin gehört? Nee. Hey? Gar nix? Nee, ich war auch noch nicht wieder auf dem TS gewesen. Er oder du? Ich. Ja gut, er ja auch nicht. Schade. Weil den könnte man bestimmt auch noch begeistern. Hat jetzt, wenn so viele mitmachen. Ja. Ist die sharp? Was hat der? Ob der nicht sharp kann? Nein, der kann auch nicht. Noch jemand, der das kann, ne? Der programmieren kann, ja. Programmieren? Jo. Ja. Achso, die Programmblocks da, ja. Alles klar. Ja, du kannst es ja auch nicht, du Pappnase. Entschuldigung. Ich muss sonst mein Zeugnis, er war stets bemüht. So. Aber stimmt, das mit Sauerstoff. Sobald ich in die Duschen reingehe, habe ich keine Luft mehr. Ja. Oder auf Toilette hast du auch keine Luft. Na, du musst echt überall Lüfter setzen. Okay. Ah, jetzt habe ich schon wieder. Ein Feld groß, ne? Und da wird eine Lampe oben drin, damit du Licht hast beim Kacken. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach, jetzt ist da der Jäger wieder. Hey, neu setzen. Da. Welcher Block fehlt denn? Irgendwas drücke ich immer und dann lösche ich mein Schiff. Das ist zum Kotzen. Vor allem kommt eine Nachricht und ich. Da steht dann Ja und Nein und ich kann nichts auswählen. Das macht einfach, die Nachricht geht weg und das Schiff ist weg. Na toll. Das ist zum Kotzen. So, bis theoretisch mal hierher. Hallo? Oh. Gehst du überhaupt mal die Türen durch? Was? Ich hab mich gerade mal umgezogen. Du hast dich umgezogen? Ja. Hast du da auch Mods drauf oder wie? Jetzt passe ich nicht mehr durch die Türen. Ja, aber ich hab die ein. Das ist standardmäßig. Ach, gibt's da neue Sachen oder wie? Ja, du kannst jetzt auch eine Spinne sein. Ich bin jetzt gerade eine Spinne. Was? Ja. Aber ich komme so nicht mehr durch die Türen. Du bist eine Spinne? Ja, ich bin eine Spinne. Okay. Wo komme ich durch die Tür durch? Ah, ich kann die nicht zubauen, sonst sind die Dinger luftdicht. Da muss ich das so offen lassen, ja. Lassen wir das einfach weg. Och, schon wieder. Ist ja soweit nicht schlecht, ne? Aber du kannst natürlich auch die Eigenschaften von den Viechern. Jetzt bin ich gerade ein Cyberdog. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also, du kannst nicht mehr fliegen. Ja, im Weltraum scheiße. warum? So, nicht wundern, was ich da gerade mache. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, was ich da tue. Oh, der ist ganz verdeckt. Vielleicht verdecken wir auch einfach alles. Na,
Nein, wir können ja hier Glasscheiben setzen, natürlich. Also zumindest. Könnten wir doch hier, da können wir auch die großen Glasscheiben. Oh, warte mal hier. So, ich bin erstmal wieder runter.